Nö, ist echt geil. Ja, hallo, meine Fotzi-Bärchens und... Klingelingeling erstmal. Prostata. Ja, das Bier ist schon offen, weil heute ist wieder Review-Marathon. Deswegen kommen wir gleich zur Sache. Worum geht's heute? Heute geht es um eine Split. Und zwar die von Depression und Reckless Manslaughter. Die hat sogar einen Titel, Fall ins Bodenlose heißt die. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich da so ins Bodenlose falle. Auf jeden Fall mal die Randinfos. Depression schlagen 9 Stücke an und Reckless Manslaughter 5. Ja klar, die Grinder machen natürlich mehr. Und Dank meines neuen Rechners habe ich ja jetzt wieder was? Richtig, einen CD-Player und den tue ich da mal rein hier. Also die CD tue ich da mal rein in dieses hübsche, tolle, neue Gerät. Und dann wollen wir mal gucken, wie das so klingen tut. Kommt hier in so einem schönen Digipack. Kann man so aufklappen. Sieht man hier einmal die Jungs von Depression und da einmal von The Reckless Manslaughter. Ne? Hier auch mit so, ich glaube, das ist so ein Booklet bei. Ne? Ja, da ist sogar ein Booklet bei. Das holen wir mal raus, dann können wir ja gleich noch mal ein paar Sachen hier verlesen. Hier ist das Booklet. So faltet sich die CD auf, so sieht die von hinten aus. Haben wir da irgendwas? Hier in der WDM, ja, ADG Records. Naja, okay, sagt mir jetzt nichts, bin ich ja ganz ehrlich. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier funktionieren tut, weil das ist das erste, das ist die erste CD, die ich an meinem neuen Rechner einlege und hören kann. So, CD Audio, Track 1. Wollen wir nochmal schauen. Was da jetzt kommt. Jetzt kommt erstmal Depression, ne? Ja, und es fängt natürlich wieder an mit so einem klassischen Intro. Boah, Klavier haben wir diesmal, ne? Fall ins Bodenlose. Da sieht man das hier in der Rückseite vom Cover schön, auch super gezeichnet. Ne? Also, ne? So, ich finde das ja geil, wenn das so detailreich ist. So, Cthulhu schwebt über irgendeiner sehr, sehr apokalyptischen Landschaft. Ja, was haben wir denn hier? Ah ja, guck mal. Ach, das ist ja witzig. Haha, das ist ja echt witzig. Da sind ja Titel drin, aber da ist noch was drin. Und zwar dieses Support the Sickness Ding hier, könnt ihr vielleicht sehen. Das habe ich vor Äonen mal gezeichnet für, ja eigentlich war es gar nicht für die Kadaverficker. Es war so ein Symbol, wo ich gesagt habe, hier, jeder kann das verwenden auf seinen Releases, ne, so sick, ne. Ihr wisst schon, da war man irgendwie 17 und hat, ja, es muss sick sein, sick. 666 Sputnik oder sowas. Ja, und deswegen verwende das auch öfter mal auf Kadaverficker Releases, aber ich finde es schön. Vielen lieben Dank, dass ihr das hier auch gewürdigt habt und genommen habt. Voll geil. Farbenfrohe Finsternis. Ja, das sind halt die so typische Kadaverficker Depression Texte. Oh. Jetzt geht's aber auch direkt hier los. Meine Güte. So, ja, wie gesagt, da sind halt Texte drin und Dingens. Die Bands muss ich, glaube ich, nicht großartig vorstellen. Wobei Reckless Manslaughter eher als Depression, weil der geneigte Zuschauer weiß ja ganz genau, boah, das war laut, dass ich schon dutzendweise Depression-Reviews gemacht habe. Ja, da gibt's mal den Buddy-Bonus. Tut mir leid. Ja, die kenne ich aber auch schon seit, boah, lang. Ey, Kai, wir feiern dieses Jahr unser 30-jähriges. Wir kennen uns 30 Jahre. 94, weiß ich mir ganz genau, 94 auf dem Parkplatz vom Spirit habe ich 2 Sanctimonium-Tapes gegen einen Gods of Grind Longsleeve getauscht. Gods of Grind war so der Vorläufer von Depression. Ne? Gab es vorher noch was. Ne? Ein-Mann-Projekt war es damals, Kai Sattelkau. Und dann kam halt noch der Marc und der Ron dazu. Und dann war es eine echte Band. Und live haben sie hier noch den Apollyon von Insignium an der Gitarre dabei. Ja, sehr schön. Was steht da auch drin? Die haben das doch bestimmt wieder hier beim Markus aufgenommen. Das steht doch hier bestimmt. Recorded, Mixed and Mastered Kalter im Studio. Ist natürlich bei Skaldir, genau. Between 22 und 24, meine Güte, da habe ich aber Zeit gelassen. Drums recorded at Swinger of the X Studio. Ach, gucke mal. Ah gut, dann ist das Schlagzeug an anderer Stelle entstanden und der Rest halt in den Kalthallen. Ja, wie das halt so ist, ne? Kalthallen, auch ein geiles Studio. Es ist also so ein Kellerstudio. Das ist so ein bisschen wie, für mich ist das so deutsches Sunlight Studio. Ja, da geht aber...
packen sie aber ganz schön, ne? Weil die meisten, wenn sie Depression hören, dann denken sie an Leichenduft oder sowas. Ne? Und das ist ja so ein treibender Umti-Umti-Umti-Tanzsong, Tanzbär-Song, sag ich mal. Aber da geht ordentlich die Post auf hier, können wir den. Und ich bleib dabei, Ron ist einfach, das ist einfach einer der besten Death Metal Sänger in Deutschland. Definitiv. Wenn es um diese gutturalen. Und der macht das ja Exhale. Ne? Ich saug die Luft hier immer ein. Ich schummel ein bisschen, weil Exhale ist definitiv einfacher als das auszuatmen und zu machen. Das ist schon schwieriger eine Kunst. Aber ich meine mal nach 30 Jahren oder über 30 Jahren, seit 89 gibt es hier, aber die sind nicht von Anfang an dabei gewesen. Ich weiß gar nicht, wann Ron eingestiegen ist. Der war auf jeden Fall nicht von Anfang an dabei. So, man muss man es halt können, ne? Ja. Yeah. Gucken wir mal weiter hier. Track 3, wie heißt der? Wie heißt denn Track 3? Crossroads of Solitude. Aber nee, ich will lieber hier farbenfrohe Finsternis hören. Das klingt für mich lustiger. Oh. Ja, da haben wir es wieder. Da ist der Depression Sound, den ich meine. Da laufen sie wieder alle hier in ihren Einhornkostümen, ne? Durch den Moshpit hier auf dem Deathfeast oder sowas. Haben die eigentlich schon mal um Deathfeast gespielt in Andernach? Weiß ich gar nicht, die haben schon so viele gespielt, ne? Das wäre auch was für Partisan. So, wenn alle schon so leicht einen Tee haben, ab ins Partyzelt und dann so. Lalalala. Oder Grindcore-Frühstück. Hiermit nominiere ich Depression für das Grindcore-Frühstück auf dem Partysaal. Da waren sie nämlich auch noch nicht. Aber da, ich finde, nach 89 gegründet, wie viele Jahre sind denn das denn dann? 35 jetzt? 35? Ja doch, 35. Nach 35 Jahren hören die einfach mal auf das Grindcore-Frühstück. Klingelingeling. So, jetzt sind wir auch alle. Skippe ich jetzt schon zur Reckless Manslaughter oder bin ich noch neugierig auf den anderen Scheiß? Nein, wisst ihr was? Ich lasse euch mal mit den Tunes alleine, ich gehe mir noch ein neues Bier holen. Bis gleich, tschüss! Juhu, da geht's weiter hier! Ja, das ist ein typischer Depression-Song. Das ist so richtig typisch. Ja, und wie ich schon wusste, fällt mir direkt am besten. Just Flash Part 2. Ja, dann komm, geben wir uns den mal hier, ne? Und man weiß eigentlich auch schon genau, was einen erwartet. Und jetzt wird wieder gehackt. Und jetzt muss aber so eine kurze Auflockerung kommen. Ne? Also, ja, da haben wir so dieses. Ja, ist einfach, ja. Die machen seit 35 Jahren ihren Stiefel. Ne? Also da. Das ist halt gut gemachter. Ja, Gorgrunt, ich muss eigentlich auch Gorgrunt sagen, weil, ne, wenn man sich Rons Gesang hört, ist das schon Gorgrunt-ig. Naja gut, wir wollen aber nicht hier die ganze Zeit nur über Depression reden. Wir wollen ja auch mal hier zu Reckless Manslaughter kommen. Oh. Die ja aus unter anderem aus Men's Fracture hervorgegangen sind. Eine Band, die ich immer noch reformiert haben möchte hier an dieser Stelle, sei das mal betont. So, und deswegen machen wir jetzt mal hier ab 10 geht's los. Ab 10, so jetzt kommt Reckless Manslaughter. Fürchte nicht die Tiefe. Oh. Fade-in. Wisst ihr übrigens, eine kleine Quizfrage, wisst ihr, in welchem Song der erste Fade-In überhaupt in der Musik, oh, der ist aber, oh, das ist sehr fett produziert, der erste Fade-In überhaupt war, ich will es euch verraten, das war 8 Days a Week von den Beatles, das war der erste Fade-In, Fade-Out, nee, aber Fade-In, es fängt auch mit Fade-In, meine ich an. So, vielleicht habe ich auch Scheiße erzählt, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren.
Aber ich meine, das war doch schon so. So, wo wurde das denn aufgenommen? Weil das klingt auf jeden Fall schon echt hart fett. Da muss man ja mal sagen. All songs for Fall ins Bonus were recorded, mixed and mastered. Ach, klar ist das fett. Wo wurde das aufgenommen? Im Soundlodge bei Jörg Huben. Ja, da hebe ich doch noch mal meine Flasche hier. Grüße gehen raus nach Rauderfein, ne? Tingelingeling. Ja, das ist ja großartig. Ja, ey, wenn einer weiß, wie man sowas produziert, dann der Jörg. Der hat das echt übel drauf. Soundlord Studio in November und Dezember 23. Wie habt ihr denn, wie zwei Monate oder seid ihr da öfter mal hingefahren? Wir sind ja immer am Stück da, ne? Wir verwüsten dann hier das Apartment und dann muss Jörg wieder renovieren und dann kommen wir in zwei, drei Jahren wieder und er sagt, oh nein! Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ist wirklich nicht schlimm. Ich fege immer, wenn wir wieder abbauen. Wir sind ordentlich. Oder? Wahrheit oder Lüge? So. Ach, guck mal. Except Track 13 recorded in April 18. Track 14 Piano Played in recorded bei Sarah Tedard in Oktober 13. Ach, so ein Mischmasch aus allem möglichen Kram, ey. Reckless Hails 2. Ah, da können wir mal kommen. Wir lesen mal hier die Grüße von Reckless Manslaughter vor. Kai Sattelkau, Marc Mikkelai, Ron Sanders und Depression, Jörg Uken. Oh, der war schwach. Jenglot Hittam, Ingo Fußnagel, Sarah Tedard, ich kann das nicht aussprechen, Sebastian Freitag und Oliver Feres. Also auch Grüße von meiner Seite. Ne? Der ist auch so richtig. Richtig, richtig, richtig schöner, so. Ja, wann hat das angefangen, dass diese Oldschool-Death-Metal-Scheiße wieder in war? Da haben alle immer gefrickelt und härter, schneller, besser. Und ich glaube, so vor 10, vielleicht auch 15 Jahren haben sich die Leute wieder rückbesonnen auf die 90er und haben wieder angefangen, einfach Death-Metal zu spielen. Und da passt das ganz gut rein. Das ist einfach, ja, so, das ist so 90er Jahre Scheiß. Ja, auch mit der Snare. Wo eigentlich, wenn man das jetzt nach neuen Maßstäben nimmt irgendwie, ist da viel zu viel übertrieben Hall drauf. Aber das passt halt richtig gut dazu, ne? So dieses Nachhall, dieses Pöng, Pöng, Pöng. Und nicht dieses Tok, 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 Tok. So, aber da stehe ich auch drauf. Ah, da halt sie nicht so nach. Ah, aber das sind wieder so kleine Finessen, die der Herr Uken an den Start bringt, wenn man bei ihm im Studio ist. Also kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr eine Band seid und ihr habt eine Vision, ihr wisst genau, was ihr aufnehmen wollt und habt einen Plan, dann geht da auf jeden Fall hin. Der gibt euch 2, 3, 4, 5 Tipps und ihr werdet zu keinem Nein sagen, weil er hat einfach damit recht. So, es gibt noch. Nee, ich habe gerade noch mal 2 Sekunden überlegt. Es gab noch nie eine Situation, und wir haben jetzt schon 3 Alben bei dem aufgenommen, wo die Ficker gesagt haben, ach nö, Jörg, das machen wir nicht so. Wir haben immer gesagt, das machen wir genauso, Digga, das machen wir genauso. Deine Ideen sind die besten. Und er kümmert sich dann auch, ne? Wenn ihr cool seid, ihr dürft nicht so arschig sein, ihr müsst schon cool sein und relax, dann könnt ihr da sehr viel Spaß haben und ja, wie es in den Wald hineinschallt, ne? Sag ich dazu. So, Track 11. Wie heißt das denn hier? Passing the Edge of Madness. Boah, Alter. Richtig schön so aus dem Sumpf gehobener Matsch, wie man sich ins Gesicht schmiert, während man im Circle Pit einfach nur so rumtaumelt. Das ist geil, ey. Gefällt mir gut. Finde ich sogar ehrlich gesagt besser als das, was sie davor gemacht haben. Ja, und jetzt wieder krass. Ja, Limey, du weißt, wie es geht. Auch Excel übrigens, ne? Auch wieder nicht gefaked, so wie ich das mache. Aber guter Death Metal Sänger. Jetzt weiß ich gar nicht.
der Mr. Men's Factor ist auch noch dabei. Ja, sicher, der Pneumator. Da hört man ihn, ne? Brrr, der Pneumator von Men's Factor. Ja, sorry, wenn ich das immer wieder erwähne. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist halt, dass ich ihm sage, so, mach mal Men's Factor Reunion. Ob das passieren will, keine Ahnung. Schreibt gerne den Jungs von Reckless Men's Slaughter, dass sie euch das wünscht und dass der Chorminister das gesagt hat. Pingelingeling auf euch. Ja, aber auch Dennis und Sebi, ey, die machen einfach, wie sich die Gitarre gehört, so richtig HM2 hier auf Anschlag, wie viel HM2 wollt ihr? Antwort, ja, also es ist so dieses, so schön aus dem Sack geleiert, so. Und, oh, jetzt wird's aber mal ruhig hier. Track 12, das ist hier auf so eine komische Schriftart. Und hier drin steht's in so einem anderen, so, wie heißt denn das hier? Ah, The Sky Divine, okay. Music and Lyrics by Dennis Geil. Oh. Ja, finde ich geil. Ja, ja, ja. Geil. Da haben sich zwei gefunden, ne? Wo Depression den Tempopegel ein bisschen höher schrauben, aber ebenso ähnliche, also, ja, was heißt nicht ähnlich, aber auch so tanzbare Sachen haben. Gleichen die das aus, weil die sind ein bisschen langsamer als schnell. Ist egal, das wird. Also NRW hier, steht's ja auch, ne? NRW Death Metal, NRW DM, Leute. Aus NRW kommen geile Bands. Pingelingeling. Und bevor das jetzt hier wieder ausschweift, würde ich einfach sagen, kauft euch diese CD. Und vielleicht gibt es hier noch ein Label, was Bock hat, das auf Platte rauszubringen, weil ich meine, es gibt es hier auf Platte. Schade, schade, schade. Weil das wird sich gut in meinem Plattenschrank machen. Also wenn ein Label zuguckt und sich berufen fühlt, schreibt die Jungs mal an oder schreibt mich an, ich stelle den Kontakt her. Gar kein Problem. Ihr da draußen supportet die aber jetzt jedenfalls erstmal auf Bandcamp oder so. Irgendwo gibt es das zu kaufen. Ne? Könnt ihr euch dann digital runterladen oder eine CD kaufen. Oder vielleicht noch ein T-Shirt dabei. Ha, T-Shirts gibt es davon nämlich auch. So, genug geschnackt. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr das seht. Und ihr könnt jetzt was? Richtig, Depression und Reckless Manslaughter unterstützen und mal raus in den Wald. Ne? Tschüss, abschalten, 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 abschalten.